Okay. Nicht aus der Rolle fallen. Nicht aus der Rolle fallen. Okay. Okay, next level. Next level, Leute. Ich muss meine Jacke in Ah, Moment, ich hab hier. Ah, doch. So, und das richtig hingestellt. Ja, da oben rechts eine Kiste. So, zack, seht ihr es? Auf jeden Fall eine alternative Version zum Level davor. Und der Part mit dem mit diesem Eisbären ist sogar noch schwerer als im vorigen Level. Yeah! Geil, oder? Geil, ne? Da oben links war eine Kiste. Jedenfalls, ja, ihr müsst diese Polarbärenstelle nochmal spielen. Nur halt mit ein paar anderen Kisten, ne? Das ist so episch. Das ist so episch. Also allein hier schon gibt es genug Möglichkeiten zum Sterben. Diese ganzen elektrischen Tafeln da. Also hier nur nicht. Hier ist noch fair. Aber ihr seht gleich, was ich meine. Ja, TNT-Kiste braucht ihr nur zu aktivieren. Leute, ich habe mir gerade schon wieder ein neues Video zu Cyberpunk eingezogen. Cyberpunch! Cyberpunch! Hier sind übrigens diese elektrischen Tafeln, die ganz toll sind. Guck mal hier. Okay, hier kommt auch noch easy durch. Aber die letzten werden richtig. Jedenfalls Cyberpunch! Punch! Ja man, das wird auf jeden Fall einfach nur krank. Ich kann nicht glauben, dass dieses Spiel rauskommt. Noch ein Monat. Noch ein Monat. Hier, pass auf, hier bei dieser Stelle, ihr müsst hier echt Glück haben. Irgendwie manchmal klappt es, manchmal hier, seht ihr, ich habe wieder eine Maske verloren. Und dann einfach hier so durch. Manchmal kommt man da durch, manchmal nicht, aber ich weiß auch nicht. Das Timing muss da irgendwie perfekt sein. Muss irgendwie eine halbe Sekunde warten und dann erst springen und dann, keine Ahnung. Jedenfalls hier. Warte, gibt es hier noch ein Bonuslevel? Ja. Ja. Noch ein Bonuslevel. Moment. Ja, die sind weg. Bonuslevel. Alter, dieses Bonuslevel. Jedenfalls merkt euch hier einfach, wenn die Kiste oben ist, drückt ihr dann diese Fähigkeit. Und dann könnt ihr hier so durch, zack, Doppelsprung, um unten und oben die Nitro-Kisten zu aktivieren. Dann durch, hier die kurz aktivieren. Und dann wieder, wenn die Kiste oben ist, aktivieren. Zack. Weil das geht sonst viel zu schnell für euer Auge. Also merkt euch einfach immer dann, ihr wollt diese Fähigkeit immer aktivieren, wenn die Kiste so in dem Höhepunkt ist und dann schon langsam wieder runter geht. Hier mache ich so, hier müsst ihr nochmal sogar zurück, einmal kurz gleich. Hier, mal. Seht ihr, wir haben erst 21. Und bei AC Valhalla, also Assassin's Creed Valhalla, ich frage mich auch schon, was das für ein, wie das Spiel so wird. Ich frage mich echt, wie das Spiel so wird, ne, also. Ich bin hier gerade noch am Odyssey zocken. Boah, Odyssey, so schmackhaft. Richtig schmackhaft. Das ist so ein geiles Spiel. Jedenfalls, sie geht hier weiter. Und jetzt Leute, jetzt geht's wieder los. Yeah. Okay, hier rechts. So, ich habe leider nicht ausprobiert, wie das ist, die Stelle mit dem Steuerkreuz zu spielen, also quasi hier nur mit diesem Steuerkreuz. Vielleicht ist es ja einfacher, probiert's mal aus, also ich hatte jetzt keinen Nerv, mir dieses Level nochmal zu machen. Also zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Level, glaube ich, so 150 bis 200 Mal, also mit dem Level davor zusammengerechnet, also allein diese Passage. Circa 150 bis 200 Mal und dann könnt ihr das. Also ihr müsst, und am besten trainiert ihr einfach so ein paar Tage am Stück, jeden Tag so 100 Mal diese Stelle, und irgendwann versucht ihr einen ganzen Run durch das Level zu machen. Also wenn ihr dieses perfekte Relikt haben wollt, weil ihr wollt safe nicht einfach starten, dann bis hierhin spielen, einen Fehler machen und dann das ganze Level neu starten. Nee, spielt euch erstmal ein, macht diese Passage irgendwie erstmal 50 oder 100 Mal
Und dann startet das Level von ganz neu und probiert einmal komplett durchzukommen. Ansonsten sitzt ihr dann noch ewig dran hier, also übt diese Stelle einfach so oft ihr könnt. Vielleicht mit Steuerkreuz, was besser für euch ist. Und dann müsste es klappen. Also, aber wenn ihr eh nicht das perfekte Relikt haben wollt, das ist eh easy.